Servus Leute und herzlich willkommen zu dem Stativ-Test-Video. Genau. Und vielleicht noch ein Realtalk-Video. Okay. Ich habe mir jetzt ein Stativ bestellt. Ich kann euch das mal ganz kurz zeigen. Ja, das kann ich euch jetzt ganz schlecht zeigen, weil ihr ja auf dem Stativ drauf sitzt. Ich habe mir ein Stativ bestellt, weil ich ja auch Outdoor-Videos mache und sonst irgendwas. Und dann ist es manchmal gar nicht so schlecht, wenn man ein Stativ dabei hat, da ich dann die Kamera auch richtig schön eben auf so eine Position stellen kann. Und dann muss ich die nicht an einen Baum klemmen zum Beispiel. Oder eben auch für solche Videos, dass ich nicht die ganze Zeit vorm Rechner hocke. Genau. Übrigens, das Video ist auch gleichzeitig ein Erklärungsvideo. Das heißt also, ich möchte euch mal ein bisschen, also ich hoffe, dass die Soundqualität überhaupt gut ist. Das heißt, ich möchte euch mal ein bisschen erklären, so was ich in Zukunft so mit meinem Kanal vorhatte, beziehungsweise ich mache jetzt eigentlich noch einmal pro Woche Videos. Das sah halt früher ein bisschen anders aus. Früher habe ich noch einmal, habe ich jeden Tag ein Video gemacht. Vielleicht könnt ihr euch noch früher meinen Satz erinnern. Wenn ihr noch auf dem Kanal seid, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, dann solltet ihr kein Video mehr verpassen, wenn ihr auf den Kanal kommt. Täglich Videos, es lohnt sich auf jeden Fall. Nö. Genau, es kommen täglich Videos, das ist heute nicht mehr so der Fall, weil ich auch arbeiten gehen muss. Früher war ich halt in der Schule, ich habe um 12.30 Uhr Schule ausgehabt, war um 1.30 Uhr zu Hause und dann konnte ich halt in Ruhe einfach gechillt ein Video drehen und schneiden. Und damals habe ich auch noch so unqualitative Videos gemacht, okay, mache ich heute immer noch. Und damals habe ich halt viel schlechtere Videos gemacht und was auch immer und einfach nur Let's Plays aufgenommen, wo ich halt nichts schneiden musste. Und dann konnte ich auch täglich ein Video machen, aber heute achte ich ein bisschen drauf, auch wenn ich ein Let's Play mache. Kleiner Spoiler, da wird auch wieder eins kommen, weil ich habe eine Let's Play-Reihe total verdrängt und vergessen. Und zwar achte ich auch heute darauf, dass wenn ich Reaction-Videos mache oder auch Challenges generell so im Internet, dass ich wenigstens ein bisschen was schneide. Weil sonst ist das Video einfach damn langweilig. Genau, und deswegen hatte ich mir gedacht, weil generell so Reaction-Videos oder Let's Plays muss man nicht arg viel schneiden. Nicht so wie wenn ich ein anderes Video drehe. Zum Beispiel einfach einen. Ich habe eigentlich fast gar keine Videoprojekte mehr. Aber genau, das ist ein Thema. Das erste Thema ist wie. Also, das ist ein Thema. Ein Thema, also, wir nennen es jetzt einfach mal Videos, wie die in Zukunft sein sollen. Das zweite Thema ist Kiso. Und das dritte Thema ist meine Dummheit. Nein, eigentlich gibt es kein drittes Thema, es sind eigentlich nur zwei Themen. Es ist einmal eben meine Videos und also wie es in Zukunft meinen Kanal aussehen soll und Kiso. Weil ihr von Kiso auch mittlerweile ziemlich lang keine Infos mehr kriegt und ich irgendwie keine Citybuild-Videos mehr mache, jetzt schon seit knapp zwei Monaten, ohne euch irgendwas darüber zu berichten. Deswegen ist es ganz gut, dass ich jetzt so ein Stativ habe, dann kann ich euch auch ein bisschen was dazu erklären. Als genau, das dritte ist das Stativ. Das wollte ich euch danach nämlich am Ende noch kurz zeigen. Also genau, erstmal Thema 1, Videos. Ich habe eine Let's Play-Reihe komplett verdrängt und vergessen. Ich habe eigentlich fast jeden Tag Let's Play aufgenommen, wo ich übrigens nie geschnitten habe. Also einfach nur aufgenommen und dann irgendwie eine Stunde ein Video gemacht und einfach 15 Minuten rausgeschnitten. Also so vier Videos hochgeladen, also jeden Tag ein Video. So hatte ich das damals gemacht. Und irgendwann habe ich das einfach nicht mehr gespielt. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere, wer mich schon ein bisschen länger verfolgt, was ich übrigens nicht glaube, dass sich da überhaupt jemand dran erinnert. Und zwar handelte es sich um Rollercoaster Tycoon 3. Ich weiß es nicht, aber aus irgendeinem Grund habe ich das irgendwann einfach nicht mehr aufgenommen. Das letzte Video habe ich ja nicht einmal mehr in einzelne Teile geschnitten. Das geht über eine Stunde und ich habe dazu geschrieben Teil 46, Teil 47, Teil 48, Teil 49 und Teil 50 und Teil 51. Jetzt geht der Kühlschrank an. Hurensohn. Ich meine, wie faul war ich denn damals überhaupt, dass ich nicht mal das Video in einzelne Videos geschnitten hatte und die dann einzeln hochgeladen habe. Stattdessen mache ich ein ganz langes Video, lade es einfach hoch, ohne dass ich irgendwas geschnitten habe. Vielleicht habe ich noch ein Intro und ein Outro reingeschnitten. Und ja, das war's. Sieht übrigens heute dann ein bisschen anders aus. Wenn überhaupt, dann ja, würde ich wenigstens ein bisschen mal schneiden. Genau, diese Let's Play-Reihe wollte ich eventuell wieder aufnehmen. Allerdings nicht mehr so wie früher, dass ich einfach nur eine Stunde lang quatsche und was aufnehme und das dann in vier Teile schneide, was immer 15 Minuten geht pro Video. Sondern ich werde es diesmal so machen, bei richtig unspektakulären Stellen werde ich entweder mal eine Timelapse reinmachen, weil das ist ja ein Let's Play, das heißt, ihr sollt ja von Punkt genau sehen, was ich alles gemacht habe, dass ich wirklich alles gebaut habe und dass ihr mit dabei seid natürlich. Und vielleicht werde ich auch mal ein paar Stellen rausschneiden. Ja, weil manche Stellen sind auch einfach echt. Habe ich mir auch gedacht, als ich die mal mir angeguckt habe,
warum habe ich das nicht einfach mal kurz rausgeschnitten? Ah, genau, und so ein Rollercoaster-Video, weil das ist ein ziemlich großes Projekt. Davon hätte ich ja jetzt eigentlich schon über 50 Teile gemacht. Und genau, das werde ich wieder aufnehmen. Und das würde ich dann so unter der Woche irgendwann hochladen. Ich kann dann nicht genau sagen, wann, weil entweder Montag bis Donnerstags hätte ich gesagt, so in diesen 4 Tagen würde ich dann ein Rollercoaster-Video hochladen, solange bis das Projekt halt irgendwann beendet ist. Und da werde ich euch auch zeigen, wie ihr den, wenn das überhaupt möglich ist, doch eigentlich müsste es möglich sein, wie ihr den, falls ihr selber Rollercoaster spielt und ihr wollt den Freizeitpark tatsächlich haben, den ich da gebaut habe nach so vielen Jahren, dann werde ich die Datei hochladen in Mega, werde euch den Link in die Beschreibung packen beim letzten Video und dann werde ich euch auch noch zeigen, wie ihr diese Datei in euer Spiel einfügen könnt, dass ihr die Welt betreten könnt und euch die Parkbahn selber angucken könnt. Ein Videothema, das heißt montags bis donnerstags, so in diesen Zwischentagen werde ich, also ich werde nicht jeden Tag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ein Video machen, sondern wann diesen 4 Tagen werde ich mal gucken, wann es am besten passt immer, wird ein Rollercoaster-Video kommen. Also ein, ich sag mal so, es ist ein Let's Play-Video immer, was dann kommt, weil Rollercoaster ist ja nicht das einzige Projekt, was als Let's Play gedacht wird. Ich habe da schon noch ein paar andere Pläne. Aber so unter der Woche kommen immer Let's Plays von mir. Und genau, das nächste ist dann freitags. Früher, ganz, ganz früh, als ich täglich Videos gemacht habe, damals, wo ich fast jeden Tag ein Video gemacht habe, habe ich auch freitags die Challenge Time gehabt. Freitags war früher bei mir Challenge Time und aus irgendeinem Grund, was ich selber nicht kapiere, habe ich das irgendwann auch nicht mehr gemacht. Das liegt eventuell daran, dass ich eigentlich damals, als ich die Ausbildung angetreten hatte, nicht mehr zocken wollte, da ich gedacht habe, dass ich nicht mehr die Zeit dazu habe. Hat sich letzten Endes später als Dings rausgestellt, als Niete, aber dann habe ich eben das Video gemacht, wo ich gesagt habe, dass ich mit Zocken aufhören werde auf meinem Kanal und nur noch Outdoor-Videos machen wollte. Das hat sich letzten Endes auch als Niete rausgestellt, weil es war genau umgekehrt. Ich bin beim Content geblieben und habe vielleicht ein paar mehr Outdoor-Videos gemacht, beziehungsweise mal Outdoor-Videos angefangen, die ich jetzt auch immer noch ab und zu mache, wenn ich Zeit habe natürlich, weil das killt einen schon ganz schön krass und ich muss mir da auch Urlaub nehmen, wahrscheinlich das nächste Mal. Vor allem bei der nächsten Trader Line Challenge, die wir nicht ins Haus vorhaben. Outdoor-Videos wird es auch immer noch geben, allerdings, deswegen ist aus irgendeinem Grund dieses Freitag-Challenges weggefallen. Und damals habe ich auch einfach nur Versuche nicht zu lachen Challenges gemacht und Versuche nicht zu zucken oder zu erschrecken Challenges gemacht, wo alle meine Videos ab 18 gestellt wurden oder sogar teilweise von ZDF oder RTL gesperrt wurden und sonst so Sachen. Also diesmal bezieht es sich richtig auf Challenges, nicht nur auf Video-Challenges, das kann auch meine Versuche nicht zu lachen Challenge sein, es wird aber eher weniger kommen. Wahrscheinlich eher so, erkennst du diese YouTuber an das und das Challenges und dann fordere ich jemanden heraus, zum Beispiel Soro. Oder Soro fordert mal mich heraus, dann wird das auch am Freitag kommen, so ein Video. Und auch zum Beispiel so Webseiten, wo man zum Beispiel so richtig knifflige Fragen gestellt bekommt oder sonst so Sachen, also Challenges halt, also richtige Challenges. Oder auch mal reale Challenges. Vielleicht frage ich mal meinen Bruder, wenn er mal da ist, ob er mal Bock hat, eine Challenge zu machen, wie zum Beispiel die Sport-Challenge. Das zählt auch zu Challenges und solche Videos würde ich dann immer am Freitag hochladen, wenn es denn passt. Für mehr Informationen übrigens könnt ihr auch gerne in der Videobeschreibung auf unserem Kiso Discord-Server joinen. Genau, da kriegt ihr mehrere Informationen auch über meine Community. Ich habe einen eigenen Community-Chat dort. Und bla bla bla, und da kriegt ihr auch notfalls, falls bei YouTube mal die Benachrichtigung spinnt, kriegt ihr auch auf meinem Benachrichtigungs-Channel auf dem Kiso Discord-Server. Habe ich auch noch einen YouTube-Video-Channel, da werden YouTube-Videos, wenn sie neu hochgeladen wurden, reingeschickt. Genau, die dritte Sache ist dann immer am Wochenende, Samstag, Sonntag, werde ich dann eben solche Videos hochladen, wo ich mit euch einen Real Talk zum Beispiel halte oder halt irgendetwas, worauf ihr Bock habt. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was ich da machen soll. Ob ich da einen Akinator spielen soll, ob ich da irgendwas anderes machen soll, ob ich da ein Outdoor-Video bringen soll, weil Outdoor-Videos würden da auch dann kommen. Oder irgendwelche Projektvideos und Unterhaltungsvideos oder halt eben auch solche Videos, wo ich einfach mal mit euch quatsche. Die würden dann samstags und sonntags kommen. Okay, dann haben wir das auch gehabt. Das heißt, unter der Woche, montags bis donnerstags, also dazwischen in diesen Tagen, wird ein Rollercoaster bzw. Let's Play-Video kommen. Immer dann freitags ein Challenge-Video. Ich muss gucken, ob ich es noch hinkriege. Ich taste mich langsam mal so dran. Ich werde das jetzt mal ausprobieren. Dann gucken wir mal, wie es läuft. Und samstags, sonntags ein Video eurer Wahl bzw. halt eben Unterhaltungsvideos oder was auch immer. Genau, dann ist das erste Thema mal abgehakt. Thema mein Kanal. Zweites Thema ist Kiso. Genau, Kiso. Ihr habt so lange nichts mehr von Kiso gehört. Ich glaube, es ist echt schon, keine Ahnung, wie lange das heißt, dass ich zuletzt was über Kiso hochgeladen habe. Ihr kriegt da keine Infos mehr. Das liegt einfach daran, dass es aktuell Serverumstellungen gibt. Also wirklich servertechnische Umstellungen und da kann ich halt nicht am CityBuild bauen. Der Server wird umgestellt, da werden einige Sachen programmiert. Wir kriegen jetzt schon unsere Plugins programmiert, also unsere eigenen. Und aktuell haben wir auch noch einen Bildermangel.
Das heißt also, wir haben nicht mehr so viele Bilder, deswegen, wenn ihr Bock habt, dann joint gerne auf unseren Discord-Server, da kriegt ihr mehr Infos. Und generell, da kriegt ihr auch auf unseren Discord-Server in Kiso, kriegt ihr auch mehr Infos generell über Kiso selber. Also über unseren Server, wie es aktuell läuft, geben aktuell Informationen raus und sonst irgendwas. Das heißt, wenn ihr Bock habt, könnt ihr da gerne reinhören für mehrere Infos. Wir wollen ja, dass der Minecraft-Server irgendwann online geht. Genau, aber aktuell kann ich dazu nichts aufnehmen, weil eben da eine Serverumstellung ist und es dann ein bisschen blöd ist, die ganzen Server einzuschalten und bla bla bla. Und das, ja, das sind halt so Sachen halt. Deswegen ist das aktuell ein bisschen nach hinten gerückt. Aber wenn ihr Infos haben wollt, Discord-Server. Genau. Und zu guter Letzt zeige ich euch jetzt mal mein Stativ. So, jetzt mache ich mal kurz die GoPro runter. So sieht das jetzt aus. Das heißt also, man kann es auch noch höher machen. Keine Ahnung, wie hoch man das drehen kann, aber hier kann man das so hoch drehen noch. Man kann es ja hochstellen, man kann es aber auch ganz klein machen. Also es hat ganz klein irgendwo reingepasst. Also so sieht es dann aktuell aus und das kann man dann auch schön irgendwo hinstellen. Das war's von dem Video eigentlich. Mehr habe ich nicht zu sagen. Das heißt also, es ist halt dieses Wochenende bzw. am Sonntag jetzt ein Real Talk Video geworden und auch eben dieses Stativ wollte ich halt einmal ausprobieren. Genau, ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, was ich davon halte, beziehungsweise generell so Vorschläge, wie ich das Ganze handhaben soll. Und genau, wenn ihr so Sachen nicht mehr verpassen wollt, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, dann solltet ihr kein Video mehr verpassen und lasst auch gerne einen Daumen hoch bei diesem Video da, das würde mich mega freuen. Ansonsten habe ich nichts mehr zu sagen. Ja, jetzt habe ich wirklich nichts mehr zu sagen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns demnächst wieder zu einem neuen Video. Bis dann und ciao.